Herzlich willkommen zurück, Schonkulin Freundinnen und Freunde der World of Warcraft. Ich bin Andreas von Schoncool und ich möchte mit euch heute über das Gold sprechen. Es gibt keinen Goldguide, aber es gibt das Thema Gold und Ökonomie. Und was für mich im Nachhinein gar nicht so überraschend war, aber dann doch erstmal für etwas Verblüffung gesorgt hat, nämlich die Erkenntnis, dass Blizzard die totale Übersicht hat und den totalen Plan, was genau und wie eigentlich passiert und wie sie sich sozusagen Datenanalysen, Datenbankanalysen und Business Intelligence und auch so etwas wie das Thema Datensicherheit und Integrität zunutze machen und ziemlich genau nachvollziehen können, was eigentlich hier passiert mit unserem Gold und welchen Weg das Gold geht. Und ich werde dabei die Sachen überspringen, die jetzt nicht so richtig spannend sind, gerade was so dieses ganze Thema angeht, wie und warum bekommen eigentlich Daten Parameter und was heißt eigentlich dieses Operationalisieren, dieses Messbarmachen von Daten und was für eine Logik baue und bastel ich mir dort, um das Ganze auszulesen und diese Daten zu beherrschen. Das überspringen wir, das ist für alle BI-Freaks unter euch höchst interessant. Das werden aber wahrscheinlich die wenigsten sein. Ich hatte jetzt nur den Berührungspunkt, weil ich tatsächlich in meinem Job meiner aktuellen neuen Aufgabe ein wenig damit zu tun habe. Nicht mit der WoW und Ökonomie, leider, sondern einfach mit dem Thema Business Intelligence und tatsächlich der Visualisierung von Daten, um eine Entscheidungsfindung zu erleichtern oder ein Steuern in und mit den Prozessen. Und das Thema WoW-Ökonomie hat ja jemand namens Sean Ruthier erklärt auf dem Splunk-Meeting-Event Ende 2020. War das? Ist da nicht sogar ein Datum? Haben wir hier ein Datum? Okay, da war jetzt kein Datum. Nichtsdestotrotz, ich bin unter anderem darauf gekommen, weil nämlich Massively OP, Massively Overpowered, hat hier am 21. Januar auch nochmal darauf Bezug genommen und das so ein bisschen dargestellt, das aggregiert. Wir springen jetzt einfach mal durch die Folien, zumindest die, die relevant sind und interessant sind. Ich möchte euch die Erkenntnisse präsentieren und dann werde ich den guten Sean hier ganz kurz einmal einspielen, denn wir sind hier ja quasi Seans unter uns, nicht wahr? Zwinker-Smiley. So, und zwar, warum ist das jetzt interessant? Der Sean Ruthier hat hier, das muss man sagen, in einer Rolle, seiner Rolle als Datenanalyst agiert und gesprochen und nicht als ein WoW-Entwickler. Das ist ganz, ganz wichtig. So, das heißt, er hat Sachen präsentiert, die er öffentlich präsentieren kann, die jetzt nicht die Betriebssicherheit gefährden oder ich sag mal hochsensible Informationen sind, die man wieder missbrauchen könnte. Denn das ist schon ein tiefer Blick, nicht nur in den Flur oder in das Wohnzimmer, sondern wirklich in den Keller. Und dort, wo die Daten stehen, hochspannend. Wir gehen das aber mal durch. Das war ein bisschen für diejenigen, die die WoW jetzt noch nicht kennen, Das war schon mal so die erste Erkenntnis, die mich überrascht hat. In Retail haben wir 76% Auktionshaustransaktionen. In WoW Classic ist es mehr als die Hälfte, da sind es 57% persönlicher Transaktionen. Hörte ich so gar nicht gedacht, ganz ehrlich. Seid ihr davon ausgegangen? Also man hatte natürlich ein Gefühl, weil die Struktur und auch die Kultur vielleicht in Classic anders funktioniert. Aber 57% Face-to-Face-Trade versus 76% Auktion zeigt einfach, dass das Auktionshaus natürlich komplett etabliert ist als die Form dessen, in der man Güter kauft und verkauft, anbietet und auch Gold generiert. Hochinteressant, das einmal so zu sehen. Hier geht es dann letztendlich um das Annähern an die Daten, wie kann man das strukturieren und wie kann man eigentlich überhaupt irgendwie an die Auswertungen kommen. Das ist im Grunde nach erstmal hochkomplex und unspannend jetzt für uns. Aber guckt euch mal bitte kurz hier die Korea-Zahlen an, wenn ihr das mal hier seht. China, US. US meint, glaube ich, auch immer dann Nordamerika. Eigentlich ist das NA. Ich bilde mir ein, Kanada ist dabei. Aber das nur mal so, um das hier zu sehen. Ne? Und hier ein einzelner EU-Server hier, Drenner, ist dabei. Das dazu. Hier geht es ein bisschen um die Metrik und die Herausforderung, die er hatte. Wie gesagt, das ist für diejenigen spannend, die sich mit sowas auseinandersetzen wollen. Für uns gar nicht so. Das möchte ich euch kurz zeigen. Dieses Data Flowchart ist deswegen interessant, weil wir hier jetzt ganz klar den, ich nehme das mal für uns als Beweis mit, weil wir hier den Beweis haben, dass Blizzard, was ich ja seit Jahren auch in den Streams und Videos immer gesagt habe, dass alles eine ID hat. Alles, was dort passiert in der World of Warcraft, alles, was durch das Auktionshaus geht oder auch persönlich aufgesammelt wird. Ja, jeder Mob, jedes Stückchen Loot, auch jedes Goldstück hat eine ID. Das ist alles eine riesengroße Datenbank. Nicht anders agieren ja unter anderem das Anamine-Journal oder das TSM, die letztendlich aus dem, was sie haben, wiederum eigene Daten schaffen, mit denen wir dann
arbeiten und agieren können. Aber nur, dass ihr das mal gesehen habt, hier dieses Item Bonding ist dann so etwas wie, ist das jetzt BOP, ist das ein Quest-Item, ist das BOE? Also es hat tatsächlich alles, inklusive hier der Mails und sowas, alles hat eine ID, alles lässt sich finden und aggregieren und strukturieren in der Datenbank. Das nun mal so, falls es jemals noch irgendwelche Zweifel gab, Blizzard hat über jedes Item, jedes Kupferstück, haben sie die Übersicht. So, das Summary Indexing, hochspannend für diejenigen, die in der Thematik sind, für den Rest ist es stinkend langweilig. Ja, dann hat er hier gezeigt, wie das Ganze so ein bisschen auf eine andere Abstraktionsfläche hieft, nämlich so, dass es lesbar gemacht werden kann und ausgewertet werden kann von Menschen, nämlich das letztendlich hier. So, dann noch ein bisschen was zu diesen Datenmodellen und so weit, so gut. Ne, hier wirklich hier so die Suchmasken und ne, wie näher ich mich dem an, was kann ich eigentlich suchen, wie kann ich Abfragemasken programmieren und gestalten. Das Ding ist jetzt aber hochspannend. Diese Folie, dazu hat auch etwas gesagt, und zwar dieses Item-Tracking. Und zwar haben sie immer darauf geachtet, dass Outlier einfach mal analysiert werden. Outlier heißt hier zum Beispiel Froststoff, tatsächlich serverübergreifend, international, egal wo. Egal wo, pendelt sich irgendwann ein, hat sich über die Jahre eingependelt. Und dann haben sie hier einen Spieler, eine Spielerin gefunden, die hunderte Transaktionen zu dem Hundertfachen des Wertes wirklich eingestellt hat. Das ist hier dieser Outlier. So, und dieses Peak ist eine Auffälligkeit, die ich durch diese Datenanalyse feststellen kann. Und schon, das zeige ich euch dann gleich, kommen wir auch an die ID derjenigen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, Blizzard hat die Möglichkeit, diese Unregelmäßigkeiten festzustellen. Warum verkauft jemand hunderte von Froststoff für 100 Gold pro Stück, wenn der Marktwert in Tütelchen doch dem Grunde nach bei 90 Silber bis 1 Gold 10 oder was liegt? Ja, warum wird das wohl gemacht? Das ist das Thema Gold verkaufen. Ja, ich stelle irgendwelche Commodities, irgendwelche 0815 Handwerkswaren super teuer ein. Die werden dann rausgekauft und das ist dann die Transaktion, die stattfindet. Jemand hat das Geld bezahlt und sagt, hier, so komme ich jetzt an mein Gold und kaufe irgendwelche Quatsch-Items raus für überteuerte Preise. Blizzard sieht es. Blizzard sieht das. Monitoring Accounts. Mhm. Das ist dieses Stichwort Item Flagging. Ganz interessant, das hier war dieses Silitiden-Knochen-Panzerfragment, eines der interessantesten Wörter in der World of Warcraft. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr damit beim Scrabble nicht so richtig abräumt. Was hier interessant war, ist, dass unabhängig von dem Transaktionsvolumen der Goldwert sich nach und nach normalisiert hat. Und zwar über alle Server, über alle Ökonomien. Ja, das war China, Europa, Korea, Taiwan, USA, Nordamerika. Höchst interessant. Auch das kann Blizzard dann sehen und im Zweifel Unregelmäßigkeiten oder Auffälligkeiten feststellen. Das wird sehr spannend, diese Heatmap, die wir ja auch kennen vom Andermann-Journal. Sehr interessant, das ist hier diese die UTC, das heißt, das ist glaube ich diese Greenwich Time. Wir sind dann also hier, wenn wir uns das hier angucken, die Primetime geht hier dann noch nicht los, so 15, 16 Uhr, sondern rechnet jetzt mal, weil wir jetzt auch die Sommerzeit haben, einmal 1 bis 2 Stunden hier einfach nach vorne. Also das wäre dann bei uns hier um und bei so 19 Uhr. Das, was wir immer geglaubt haben, zwischen 17 Uhr und 22, 23 Uhr ist die Primetime abends. Das stellen wir auch hier fest. Und am Wochenende, vor allem am Samstag, verlagert sich das schon etwas in den Vormittag, Sonntag ein bisschen weniger, aber Samstag haben dann doch die meisten Spielerinnen und Spieler Zeit. Das ist auch ganz interessant. Also hier haben wir das jetzt nochmal, denn das hat der Sean Ruthier auch gesagt. Er hat von den Third-Party-Sites gesprochen und nochmal deutlich gemacht, die wirklichen Daten hat nur Blizzard. Die haben alles, die echten, das wurde verkauft, Daten hat nur Blizzard und die können sie auswerten. So, und das Ding ist jetzt hochspannend. Das beweist jetzt, andersrum, es schließt jeden Zweifel aus, dass Blizzard ganz genau weiß, was mit welchen Accounts, mit welchen Transaktionen passiert und wie es verfolgt werden kann. Diese 4954 ist hier eine Player-ID. Ja, und die ist hier in 10 Varianten vernetzt. Und ich möchte euch mal kurz einspielen, was dieser Sean Ruthier dazu gesagt hat. In this case, that 4954 has purchased from 10 separate accounts above those thresholds. Not the thresholds you see there, those are examples. But they've purchased... Thresholds, das sind diese Grenzen, die üblichen Korridore, in denen Transaktionen stattfinden. Wie beispielsweise dann, nehmen wir jetzt die Leinenstoffe, ja, zwischen 1 und 2 Gold, ja, zwischendurch kommt ein Marktreset. So, da hat aber jemand regelmäßig und dauerhaft über mehrere Accounts, von mehreren Accounts,
für völlig überteuerte Preise. Das sind diese Outlier. Outlier, weit, weit über diese Thresholds, über diese Grenzen. Gekauft, gekauft, gekauft und damit ja Gold rausgepumpt. Heißt, auf der anderen Seite hat wohl jemand gesagt, Mensch, ich brauche so und so viel Gold. Ich stelle hier Froststoff, Leinenstoff, was auch immer, für das Hundertfache des Preises ein. Das sind diese Thresholds. Und dadurch ist es in der Datenanalyse aufgefallen. Items that follow the criteria of being suspicious. And then on top of that, those 10 accounts, some of those first... Suspicious heißt verdächtig, ne? Das sind die, bei denen man sagt, Moment, 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 hier Outlier. Wieso kauft jemand hier Froststoff für 100 Gold? Und nicht nur einmal, sondern über einen Zeitraum mehrfach. Ja, sehr kumuliert. In einer hohen, untypischen Frequenz. Ja, es geht ja tatsächlich auch um atypische Verhaltensweisen, die sie hier visualisieren. Further purchased items from additional accounts that were meeting the exact same criteria. So now instead of playing whack-a-mole with one account and then the next account, we can kind of take a step back, visualize these relationships, understand the entire network of gold selling within WoW, and then take swift action on the entire network at once. Das heißt mit anderen Worten, dieses Verschleiern, ja, ich gebe jetzt hier etwas, ja, die ID gibt das weiter. Achso, ich kann das ja wieder, ich kann jetzt wieder hier meine, die Präsentation nehmen, weil man das da ein bisschen besser erkennt. Ja, das heißt, dieses Weiterverschieben und Verschachern von Gold und von Items kriegen sie hier vernetzt, visualisiert. Und dieses Whack-a-Mole, ja, es ist jetzt wirklich nicht irgendwie ja, den Erdmännchen und Maulwürfen hinterher und wirklich buddeln, 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 sondern sie können mit Hilfe dieser Datenanalyse, können sie sich das jetzt über die vordefinierten Abfragen, die man hier sieht, beispielshaft, ne, das ist, steht auch example, also alle, die sagen, ja, die Goldverkäufer, die sagen, oh, ja, was muss ich denn jetzt machen, um das hier zu dodgen, um dem hier auszuweichen, das sind jetzt Beispiele, das heißt, die Devs können anhand dieser Datenanalyse jetzt ganz genau sehen, welche Accounts jetzt diese Goldvolumen und auch diese Items, also diesen Froststoff, der dann vielleicht an anderer Stelle, ja, der wurde jetzt hier gekauft, ja, wird jetzt vielleicht an einen anderen Account weitergegeben, wird hier jetzt nochmal eingestellt und von dem verkauft und hier weitergegeben. Sie kriegen den gesamten Weg über die Item-IDs und über die Player- und Account-IDs, kriegen sie vernetzt. Und das war für mich hochinteressant, einfach dieses, weil ich habe das immer behauptet die letzten Jahre, ohne dass ich das natürlich beweisen konnte. Ich habe gesagt, Leute, Blizzard kann alles nachvollziehen, jede Zeile, die getippt wird in der World of Warcraft, die wird gelockt, es wird alles gelockt und protokolliert, alles kann man nachvollziehen. Ja, kühne Behauptung, Andreas, vielleicht, vielleicht auch nicht. Nein, es ist tatsächlich so und durch diese Präsentation, die dem Grunde nach von einem Daten- und Sicherheitsengineer hier kommt und jetzt gar nicht von einem WoW-Entwickler, ja, über Umwege, über diese fachliche Thematik und diesen Einstieg in die Business Intelligence und Datenanalyse und Metrik und das Thema, ja, wie geht man gegen Betrugs- und Sicherheitsdelikte vor, erfahren wir hier etwas über unsere WoW-Ökonomie und über die Prozesse und Mechanismen, die dort im Hintergrund auf Datenebene, mit anderen Worten binär, ja, wirklich laufen. Es sind eigentlich alles nur Nullen und Einsen, aber in einer Komplexität, die ich mega spannend finde, weil genau das jetzt hier wirklich der Beweis ist, dieses Verschleiern, ich schicke das über 3, 4 Accounts und dann verliert man ja den Bezug, wer von wem, das kann man vergessen. Blizzard bekommt es komplett vernetzt hin und kann jetzt hier Monitoring starten und tatsächlich das wirklich hier nachvollziehen. So. Und das fand ich irgendwie sehr stark. Hier ging es um das Thema auch hier, auch Compliance und Verantwortung und wie nehme ich eigentlich die Daten wahr. Also wie gesagt, das ist für diejenigen, die beruflich damit zu tun haben. Thank you very much, Sean Ruthier. Das war ein hochinteressanter Vortrag, fand ich. Ich wollte euch das unbedingt einmal vorstellen. Weil es ja die WoW-Ökonomie und das Gold betrifft. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Mich interessiert das. Ja, ist das, verändert das irgendwie eure Wahrnehmung dessen? Nochmal ganz wichtig, weil er hier oben auch gesagt hatte, eben weil er kein Entwickler ist, nach dem Motto, ja Moment, Blizzard hat doch die Daten, wann und wie unternehmen sie denn jetzt etwas gegen diese Goldverkäufe? Und das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel, das kann man irgendwie nicht verhindern. Was aber wichtig ist, dass er den Entwicklern etwas an die Hand gegeben hat, mit denen sie arbeiten können. Und sozusagen, und das ist ja das Thema von Business Intelligence, ich muss das Ganze auswertbar machen können. Ich muss es visualisieren können, plausibilisieren können, dass jemand sagt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich mit der Erkenntnis, weil alles irgendeine Form von ID hat. Und das fand ich einfach super spannend und auch nur, weil es mich irgendwie beruflich im ganz anderen Kontext auch hier betrifft. Und ja, schauen wir mal. Wir bekommen natürlich diese Erfolgsmeldung nie mit, ne? Also wer wurde wann wie gebannt, erfährt man höchstens über Umwege. Aber für mich ist jetzt hier völlig klar, dadurch, dass es jetzt noch relativ neu ist, das entwickelt sich auch weiter,
So zwischen den Zeilen kam jetzt rüber, diese Möglichkeiten hatte Blizzard nicht immer, ne? Das sind jetzt Sachen, die werden gerade aufgebaut und hier steht Proof of Concept. So, das ist jetzt Stand Ende letzten Jahres. Das heißt, für die Zukunft könnte es natürlich sein, dass es diesen gesamten Goldhandel, nenne ich jetzt mal so, im doppelten Sinne, in irgendeiner Form beeinflusst. Und vielleicht tatsächlich in dieser Form, dass nämlich hier diese Kolleginnen und Kollegen irgendwann alle gecatcht werden, weil es einfach Anomalien sind in der Verhaltensweise, in den Transaktionen, die üblicherweise laufen, dass man sagen muss, okay, das passt nicht. Ja, Accountsperre, weil verdächtig. Und dann bist du erstmal eine Beweislast darzustellen, was da los ist. Warum ist das relevant für uns, wenn das der Fall ist? Und nachdem das Multiboxing ja nun erschwert wurde und damit ja, ne, war er Ziel des Ganzen, auch diese Botting-Mechanismen zu unterlaufen, ist natürlich die Frage, ob irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren, ja, wenn sich das so etabliert hat, dass es handelbar geworden ist, auch in der Auswertung für die Devs und die noch viel schneller agieren können und handeln können, um dann tatsächlich dieser Markt der Goldkäufe und Verkäufe die Halbwertszeit, die Lebensdauer dieser Accounts, die nämlich angelegt werden, ne, so 48 Stunden müssen die irgendwie agieren, damit sie sich refinanzieren, so ganz grob war das so ein Wert, den ich so gehört habe. Wenn natürlich jetzt diese Analyse-Tools vollautomatisch laufen, also ein Dev muss jetzt nicht mal manuell die WoW durchsuchen, sondern da laufen im Hintergrund Abfragen dauerhaft und kommt ein Alert auf den Monitor, sagt, pass mal auf, guck mal hier, ja, und die kriegen dann dieses Schaubild. Hier ist eine Geschichte, die ist eben vor einer Stunde im Auktionshaus gelaufen, das passt alles nicht und das ist so miteinander vernetzt. Dann haben manche vielleicht irgendwann nicht mehr 48 Stunden Zeit, sondern vielleicht nur noch 4, 5, 6, 7, 8, weil zu dem Zeitpunkt, in dem diese Transaktionen stattfinden, sie schon gefleckt werden und vielleicht direkt gesperrt, ja? Also da kauft jetzt jemand für 3 Millionen Gold, ich spinne jetzt mal rum, Froststoffen. Und hat Minuten später, wird sie oder er ausgelockt, weil das System sagt, Moment, das ist keine typische Verhaltensweise. Diese Instrumente hätte Blizzard, wenn dieses Proof of Concept, deswegen nennt man das so, das ist eigentlich erstmal ein Entwurfsstatus, das soll getestet werden, das ist noch in der Alpha- und Beta-Phase, das muss erst abgenommen werden, so viel hat er durchleuchten lassen. Proof of Concept heißt, Blizzard hat das noch nicht in der Produktion, da wollen sie aber hin. So, dem Grunde nach kann man das ja nur befürworten, sagen, alles klar, ja, es säubert die Ökonomie in mancher Form, böswillig kann man haben, ja, dann ja, bringt Blizzard ja noch mehr Leute dann dazu, Marken zu kaufen im Ingame-Shop, ja, natürlich, klar. Das ist doch das Business. Über was sprechen wir denn hier? Und das wollte ich euch vorstellen. Für einige war das jetzt vielleicht höchst langweilig, kann ich dann nachvollziehen, weil es hier auch um diese Datenmodelle geht und um dieses Thema. Ja, gut, klar, wussten wir ja, Blizzard weiß irgendwie alles. Ja, es ist schon ein bisschen differenzierter, zumal sie halt auch noch nicht durch sind. Und ich finde diese Entwicklung hochspannend. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich möchte ja auch zukünftig Videos machen. Jetzt, also jetzt nicht sowas, das war jetzt so ein Spezialfall, aber generell Themen zur WoW, zu Classic, zu Retail, die sich jetzt nicht hundertprozentig mit Goldguides befassen, sondern auch so ein bisschen Themen behandeln, die mich einfach interessieren in unserer Welt der Warcraft. Danke fürs Einschalten. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Bis zum nächsten Mal und schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Ich werde euch den Vortrag von Sean Roos hier verlinken, den Massively OP Beitrag werde ich euch auch verlinken und das auch das PDF hinter. Ja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, und viel Spaß und jetzt wieder, jetzt das Gold abholen, aber bitte nicht Froststoff millionenfach kaufen für hunderte Gold. Das machen nur böse Buben und Mädels. Tschüss, ihr Lieben.